Oh! What the fuck? Was? Eine Schaufel? Ernsthaft? Ja, gut. Okay. Von mir aus. Achso, hier war ich schon. Und nein, er guckt nicht in die Fässer. Oh, a Depp. Ah, ich wusste es. Ah. Aha. Ja, ich bin zu schwer. Ach, scheiße. Ach, warte mal. Ich gebe euch Deckung. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Oh, wenn du wüsstest. Was braucht ihr? Braucht ihr mich noch? Ach so. Bin ja, immer noch da. Tauschen? War das mit tauschen? Ja, tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Na dann... kriegst du jetzt alles. Nee, Quatsch. Das kriegst du nicht. Die behalte ich. Oh, eigentlich kannst du die, aber... ja, man soll doch R drücken. Spitzhacke brauche ich. Kannst du auch nehmen. Seelenhammer. Den hat sie auch gleich ausgerüstet, super. Jetzt hat sie gleich zur Axt gewechselt. Das Vibe, herrlich. Ja, komm. So, habe ich jetzt noch eine Waffe für mich übrig gelassen? Schwierig. Ne, mein Stahlschwert, okay. Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Restaurant. Was bringt mir das eigentlich? Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Steigert Ausdauer um 10%. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay. Ne. Gut. Ihr geht vor, ich folge. Kannst du es trotzdem wegpacken? So, hoppsa. Hexenraben. Warum auch immer? Wofür? Gold. Achso, da war ja was irgendwie mit einem Haus, gell? Wenn ich mich nicht irre. Muss man vielleicht auch mal Kohle sammeln. Ich glaube 5000, wenn ich mich nicht irre. Wie viel haben wir jetzt? 2000. Nein, das ist wenig. So, dann hätten wir das auch gepackt. Halt hier drüben, wollen wir gar nicht gucken, ne? So, Pfeile haben wir erstmal genug. Die gehen uns bestimmt nicht aus. Wo ist mein Gäulchen? Die habe ich nicht gelootet. Was ist denn hier los? Ach stimmt, da war ich abgelenkt, das kann durchaus möglich sein. Was? Wo ist mein Pferd? Hallo? Wo ist mein Pferd? Ach, da unten. Was machst du da unten? Spielst du mit der Krabbe hier oder was? Idiot. Ach, du warst das. Ja, zeig mir nur mit was. Ja, zeig mir den Stab. Komm, gib's mir, Baby. Super. Schluss jetzt. Meine Güte. Na, Mine, was geht ab? Hops. Auf geht's. Erstmal völlig verkehrt rum. Immer gut.
Naja. Fähigkeit, Stufe und so. Hm. Später. So, dann gehen wir mal gucken, wo wir die Quests abgeben können. Beziehungsweise diese... Töte diesen und bringe her und so. Ja, ich verfalle in ein altes Schema. Möchte ich aber eigentlich gar nicht. Tja, mein Pferd darf ja nicht mit in die Stadt. Was ich äußerst unangebracht finde. Fuß! Da fällt mir nur Fuß ein. So. Ach, sag nicht, ich muss bis zur Drachenfeste hoch. Echt jetzt? Ich glaub schon. Wo ist... Genau. Diesejenige dort. Geborener, gebt cool. mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Morgen 10 Septime, Babykampfgeborener. Oder es gibt Arbeit. Eins auf die Nase und die Lippe. Nein, bitte. Ich habe wirklich kein Geld, Braid. Morgen kriegt ihr 10 Septime. Aber bitte nicht schlagen. Die Fenster hier. Bleibst du auch so beschissen? Warum ist das bei Lydia eigentlich nicht? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Ja. Aber das ist doch gar nicht möglich. Doch. Fuß! Ups. Im Namen des Jahr, keine Bewegung. Entschuldigung. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Ups. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Ja, Pippi, hau ab jetzt. Sei nicht immer so forsch. Dass es tatsächlich Früchte gibt, die im kalten Wetter besser wachsen? Ja. Kleine Früchte wie du, hä? Gottes Willen. Nerv. Wo ist denn der? Ach, da kommt er gerade runter. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit bringen. Hallöchen. Bleibst du mal hier? Euch schon als Söldner versucht? Hallo, du Ochse. Ja, vielleicht genau das Richtige für euch. Oh Gott, bist du von Norden hässlich. Ihr habt es gefunden? Ja. Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Nö. Danke. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Und tschüss. Nun gut. Passt. Ja, jetzt müssen wir eh noch da hoch. Und schon wieder Drachenfeste. Sollten wir nicht eigentlich lange woanders sein? Aber ja, das ist in dem Spiel. Also, wo ist denn Aventus? War das, glaube ich. Ich bin so wütend. Hier wird nicht rumgetrödelt. Vater hat mir vor Tagen ein neues Kleid verkauft. Also ehrlich, ohne jetzt komisch rüberzukommen, aber die Kinder hier in Skyrim sind echt die Pest. Sorry dafür, aber es gibt, glaube ich, keine schlimmeren Kinder wie die in Skyrim. Das ist echt so, solche Rotzlöffel. Schlimmer wie sonst was. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ja. Das da. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100. Ich war zweimal fast draufgegangen, du Sack. Auf mir. Genießt euren Besuch in Drachenfest. Ja.
Machen wir jemand anders voll. Okay. Schub, schub, schubidu. Schub, 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 schubidu. Diddle, 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 diddle. Also eigentlich könnte man sich jetzt hier alles einstecken, ja? Aber wollen wir den ganzen Rotz? Nö, ja, gut. So. Wir sollten vielleicht mal gucken, was wir noch haben. Ich glaube nicht viel. Naja, komm. Bevor wir gar nicht mehr dazu kommen. Skyrim ist ja auch nicht gerade clean. Beziehungsweise Cyrodiil. Nochmal schnell einen Schluck trinken kurz. So, Verzeihung. Weiter geht's. Juhu! Wir sind die Kinder der Menschheit. Talos ist der Gott der Menschheit. Der Geist ist vorgestiegen, um das Reich des Geistes zu regieren. So. Der bloße Gedanke ist für unsere Elfenherren und das muss. Die Bauern verlangen das Doppelte für das Obst und Gemüse, das ich verkaufe. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau. Nee, geh weg. Sie behaupten, es sei wegen des Ärgers mit den Sturmmänteln. Ganz genau. Es gibt nur noch halb so viele Straßenpatrouillen. Ich helfe meiner Mutter dabei Obst. Oh, sind die NPCs so nervig. Ich muss hier raus. Entschuldigung, aber ich muss hier raus. Ich muss hier raus aus dem Dorf, aus dem Keller, aus der Stadt. Nervig. Oh, mal tief durchatmen. Oh, war das gerade anstrengend. Was braucht ihr? Willst du jetzt auch noch anfangen? Denk dran, Pfeil im Knie und so. Trottel. Ja, da würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg nach da. Das ist doch. Ist doch dort. Ja, da würde ich sagen, wir gehen jetzt nach dort. Also nach hoch, Rotka und so. Ich muss bloß ganz nochmal schnell, ganz nochmal schnell vor allen Dingen. Nee. Ja, weg. Wie hieß die Stadt? Ah, hier genau. Ierstadt. Hier gibt es einen Gebirgspass, das weiß ich noch. Ja, das ist der da. Oh, wie kommt man da hin? Ah, okay. Hier lang. Dann da so und dann hier lang. Oder wir gehen die große Runde. Gut, das entscheiden wir, wenn wir dann auf dem Weg sind. So, dann geht's los. Auf nach Ieberstadt. Juhu. Ich glaube, wir könnten noch mit Kutsche, aber ich glaube nicht ganz bis dahin. Ach, ist egal, wir haben ein Pferd. Also ich meine, so viel schneller kommt mir das jetzt auch nicht vor, aber man kann ja mal gucken, nicht? Also generell tue ich mich eigentlich immer verlaufen, sage ich schon mal im Voraus. Also verspreche ich nichts, dass ich das gleich schaffe. stand da jetzt. Ieberstadt hier. Über die Bridge. Über die Bridge. Der will frech werden.
Ist gut. Schade, dass man das HP von dem Pferd nicht sieht. Reiten wir wieder Wind. Okay, das lösen wir gleich so. Drei Stück. Was haben die denn hier vorne gemacht? Türsteher. Von was bist du denn bitte schön ein Türsteher? Kurze Notiz, okay. Das will ich jetzt aber wissen. Was geht bei dem? Aha. Du warst das. Schon wieder. Du bist gut. Kurze Notiz. Da ist er. Adriel, ihr müsst für mich losgehen und vor dem nächsten Turnier die fehlenden Arena-Wölfe finden. Wir haben bei den letzten Kämpfen zu viele verloren und können so viele neue nicht mehr rechtzeitig trainieren. Findet sie und bringt sie schnellstmöglich zur... Was? Felsrinnenhöhle. Okay. Felsrinnenhöhle. Also merkt euch Felsrinnenhöhle, falls man das mal irgendwo findet, liest. Sagt mir Bescheid. So, jetzt muss ich doch nochmal auf die Map gucken. Wo sind wir jetzt? Wir sind da. Also müssten wir die nächste rechts. Die nächste rechts. Alter, echt jetzt? Was ist denn hier los? Was Wolf versucht es hier? Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ah, das stimmt wohl. Also wäre es ja einfacher zu laufen, als sie zu reiten, aber diese ständige Abgesteige hier. Also wenn ich jetzt nochmal absteigen muss, dann laufe ich definitiv zu Fuß weiter. Dann ist mir das mit dem Pferd auch zu blöd. Und wir müssen schon wieder absteigen. Ist das jetzt? Das wäre hier jetzt rechts. Ist das jetzt richtig? Ja, ist es. Das ist der Gebirgspass, den ich meinte. Also hier hoch, okay. Ja, also definitiv. Jetzt laufe ich definitiv zu Fuß weiter. Das ist mir nicht so doof. Fertig, lassen wir jetzt mal stehen. Wo ist Lüdi? Lüdi ist da. Auf geht's. Hier sieht man aber den Weg vor lauter Bäume nicht hier. Blöder Witz. Was ist jetzt hier der Weg? Ach, das ist der Weg, okay. Ist ja ein blöder Weg, sieht man kaum. So. Ja, ich glaube, ich hoffe mal, dass es dadurch wenigstens ein bisschen schneller nach Iwastad geht. Ich bin diesen Weg bis jetzt bloß einmal gelaufen. Also schlagt mich nicht. Ich glaube, ich habe mich schon mal verlaufen. Es schneit, ne, ist ja auch klar. Also wir sind schon mal, zumindest glaube ich, ziemlich richtig, weil da oben ist hoch Rotka. Ich kann ja nochmal gucken. Ja, sieht richtig aus. Es sieht richtig aus. Natürlich macht es das mit dem Schnee hier oben nicht einfacher.
Oh ja, Ausdauer müssen wir unbedingt mal skillen. Ach, Moment. Apropos. Ja. So, wie gesagt. Okay, leichte Rüstung eigentlich. Also skillen wir schon mal meine Grundbedürfnisse. Ob das so eine gute Idee war, bezweifle ich mal. Verdächtig ruhig hier oben. Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Ja. Ein Ziegenbock. Noch mehr Ziegenböcke. Boah, das sieht doch schon mal gut aus. Dann müssten wir theoretisch jetzt sogar schon drüber sein, eigentlich. Ja. Ich hab's tatsächlich mal hingekriegt, ich glaub's ja nicht. Ja gut, wir kommen zwar von der anderen Seite von Ivers da rein, aber... Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, wir hätten nur noch hier vorne rumgehen können. Über Helgen. Ob das jetzt schneller gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber so gibt es mal eine andere Seite. Ja. Das macht fertig. Aber Leute, echt, das ist doch... Der Ausblick ist doch... Boah! Wo ist Lüdi? Die ist wieder abgestürzt. Ja. Also ich finde den Ausblick nice. Richtig cool. Aber genug geschwelgt. Weiter hier! Weiter, 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 wie weiter.